als geleakt wurde, die haben es rausgehauen. Krass. What the fuck? Oh mein Gott. 200.000 Leute schon zu. Digga, die Musik auf einmal. What the fuck? Die Musik kommt einmal auf meine Ohren. Ich check nicht mehr, was abgeht. Auf WTF. Out of nowhere, Trailerstart. Digga, Kurt und ich. Was geht jetzt los? Hast du das im Hintergrund angehabt einfach? Ich hab ich hab die ganze Zeit gewartet. Ich wollte gucken, wie viele Live-Zuschauer da sind. Oh mein Gott, ey. Ich bin auf einmal startet das. So hype, Digga. Starte Stream, ich will gucken. Oh mein Gott, ey. Ich mach grad mein Licht richtig, Digga. Yo. Oh mein Gott. Yo, oh mein Gott, Digga. Die haben das echt geleakt? Nee, Bro, safe gewollt, weil es wurde ja geleakt. 4K-Downloader, jetzt schnell. Digga, soll ich schauen? Soll ich oh mein Gott. Bro, wir schauen jetzt zusammen, Digga. Es ist jetzt richtig draußen. Oh mein Gott, die sind einfach eingeklickt, haben sich gedacht, fuck it, Digga. Was? Okay. Speed hat's auch gerade gecheckt, er guckt jetzt auch gleich. Seid ihr im Stream drinne? Aufnahme läuft alles. Ja. Okay. Oh mein Gott. 3, 2, 1, go! Oh mein Gott! Ey, ich hab so keinen Clip gesehen bei dir, Kahn. Ich bin gespannt. Es sah so krass aus. Ja, es sah gut aus. Oh mein Gott, volle Lautstärke. Oh, ich hab's so ganz hoch, Digga. Oh mein Gott, es sieht schön aus. Vice City Vibes. Lucia. Damn, shit. Bad luck, I guess. Boah, es sieht so 1000-mal besser als in der Preview. 2025 stimmt leider. Oh mein Gott! Ja! Jo! Wie schön! Digga, wie dynamisch es aussieht! What the fuck? Jo! Die schenken es! Oh mein Gott! Damn, überall Baddies! Oh mein Gott, was? Digga, Instagram, Livestream, alles. Was? Jo! Ey, das ist 1000-mal krasser, als ich mir vorgestellt habe. Das ist 1000-mal krasser, als ich mir vorgestellt habe. Ja, eine verrückte Granny. Damn, sieht die gut aus. Lucia. War das Rod Wave? Mann, wir bumsen. Du wirst als Protagonist bumsen. Oh mein Gott. Was? Wirklich Vice City 2020. Ja. Ey, ich hab noch nie so einen bemerkbar krassen Trailer gesehen. Die Welt sah so krass aus und ich glaube, es war legit alles in-game. Ich glaube, nichts, was wir gesehen haben, war CGI oder so. Weil die haben das bis jetzt noch nie gemacht. Die haben in allen Trailern, GTA hat noch nie wirklich CGI-Trailer oder so rausgebracht. Echt, ist echt unglaublich. Oh mein Gott, sah das krass aus. Es sah so krass aus. Ich bin Video aufnehmen. Nochmal. Nochmal, ey. Was? Ey, ey, das kommt alles auf YouTube hoch, Kudo, du weißt das, ne? Das ist mir sowas von egal. Oh mein Gott. Ich hab grad ein Video Aufnahme. Ja, Digga, das kommt alles auf YouTube hoch, Bro. Digga, ihr wisst nicht, jetzt gerade wurde Geschichte geschrieben. Gaming History. Ey, ich schwör, ich hab vieles erwartet, ich war auch ein bisschen zweifelhaft, wie krass es aussehen wird. Es sieht so viel krasser aus als gedacht. 1 Million Likes. Oh mein Gott, Mann. Bro. Chat auch deaktiviert anscheinend. Ey. Ja, das wurde als Video hochgeladen. GTA 6. Ey. Refresh mal, dann siehst du es. Ist das jetzt als Trailer oben? Ja, ist als Trailer offiziell hochgeladen. Die haben eingeknickt. Bro, ey, es wird... Trailer 1. Keiner ist... Oh mein Gott, keiner ist wirklich bereit für dieses Game. Es wird ein Trailer 2 kommen. Bro, und so viele dicke Ärsche, wie ich gesehen habe. Digga, die Kinder von heute werden neue Erfahrungen haben mit diesem Game. Bro, es ist Next Level. Die Kinder werden noch ekliger und versauter. Bro, guck mal, wie bad die Protagonistin aussieht. Man, ich verlieb mich low-key. Ich weiß. Welcher PC kann diese Grafik stemmen? Bro. Wir brauchen alle neue PCs. Bro. Ey, die Schlampe ist so geil. Oh Digga, und ich weiß jetzt schon, sie wird ein cooler Protagonist sein, weil es Rockstar ist, Digga. Ich weiß jetzt. Bei den meisten Games wäre es scheiße. Guck mal die Textur auf ihrem Shirt. Chill out, Digga. Die Textur auf ihrem Shirt, Bro. Bro, es ist sieht krass so. Die Belichtung. Das krasseste für mich im ganzen Trailer ist die Belichtung, Bro. Und dieser Vice City Vibe kommt so geil rüber. Die Gestiken, alles. Guck, Digga, hier sieht man ganz klar, es ist in-game. Das ist in-game. Oh mein Gott. She's so cute, man. Oh mein Gott, die Delfine! Bro, die Beach, wie belebt es ist! Boah, seht ihr, wie schön das ist? Seht... Boah, da rumfahren. Bro, es ist wirklich Geschichte schreiben. Es ist das da ein anderes Level. Jahrelang unsere neue Heimat. Bro. Bro, Mann, oh mein Gott. Das ist es. Die Modelle sehen auch so verdammt krass aus. Über 10 Jahre. Vor allem, wir wissen eigentlich, Rockstar entwickelt direkt immer erst auf PlayStation und Xbox, also direkt auf Konsolen. Ey, das heißt, das wird wahrscheinlich in-game wirklich so aussehen, ohne irgendwie ultra krasse PCs oder so. Oder die bringen diesmal alles gleichzeitig auf allen Plattformen rauf, so heißt. Aber eigentlich macht das Rockstar nicht. Kann ich doch mal die Qualität höher stellen? Qualität ist ein bisschen wack. Ich kann auf 4K stellen. Let's go, Daddy! Oh mein Gott, wie clean es auf einmal ist. Oh mein... Sumpf. Die Flamingos. Man merkt hier richtig diesen Upgrade von Red Dead. Das ist der beste Vergleich zu Red Dead Redemption gerade. Flamingo. Oh mein Gott, guck mal, wie viele verschiedene Figuren. Dave, siehst du unten rechts? Ja! Bro, guck mal, wie... Ganz links, ganz links, ganz links. Dave, er sprayt ihn ein. Guck mal, der kleine Chihuahua, guck mal, wie sie rennen. Bro, guck mal, der Typ. Guck mal, wie alles sich bewegt. Ey. Frau dort im roten BH. Ja. Die sieht aus wie ein realer Mensch. Bro, es ist unglaublich. Das sieht zu real aus. Und Leute haben an diesem Trailer gezweifelt. Ja, kann doch nicht so krass werden. Wo? Wo kann nicht so krass werden? Wo? Eine Sekunde habe ich gezweifelt. Bro. Auch seine Muskeln bewegen sich ein bisschen. Guck mal, die Tanker. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird ein Film. Ich höre, wenn das eckig nur auf Konsole direkt kommt, PC-Spieler, tut mir so leid. Guck mal, schön. Oh mein Gott. Bro, wieder mit Lucia, unserem Main-Charakter. Bro, sie zeigen auch, glaube ich, nur Lucia. Die haben den anderen Dude, glaube ich, nicht gezeigt, oder? Ich glaube nur ganz kurz. Und wo die gebankt haben. Ich liebe es auch, diesen Kontrast. Jetzt so ein bisschen Miami-Vibes. Alles wird so knackig farbenfroh sein. Es wird so geil sein. Da gibt's einen richtigen Florida-Man-Dings eingebaut. Ey. Perfekt, um die Schwelle zwischen Arm und Reich aufzuzeigen. Ich perfekt für GTA. Bro, da gab's eine... Szene, Digga. Die sah so krass. Oh mein Gott. Oh Bro, ey. Was für Dinge dort passieren werden. Ich will es nicht aussprechen. Bro. Sieht echt ein bisschen aus wie Travis. Travis. Bro, du kannst da reingehen. Bro, ich glaube, du kannst da wirklich reingehen und du kannst den Club bezahlen, damit diese Tusen mit Champagner und so kommen werden, Digga. Ey. Bro, die Haut, die Anatomie, alles sieht so geil aus. Abgesehen auch von den Ärschten, ne? Ey, ich glaube, wir werden ein komplett neues Level erreichen. Hier, diese Szene, das ist für mich die krasseste Szene in den ganzen Trailer. Bro! Bro, guck, sein Bart. Bro! Sein Bart hat einen Übergang. Das ist fucking in-game gerade. Bro, was? Der sieht aus wie ein Mensch. Guck mal seinen Arm und die Belichtung und so. Bro! Wenn man die Köpfe wegmacht, ich würde denken, das ist echt. Ja. Ey, dieser Shot, er schockt mich komplett. Es sieht viel zu realistisch aus. Ja. Es ist kein Spiel mehr. Es ist Film. Oh mein Gott. Ja, wenn man die Falten über die Augen legt, ohne Spaß, ich würde denken, das ist echt. Ich find's so witzig, wie Leute gesagt, GTA kann noch grafisch nicht mehr so krass werden, Digga. Mach so einen Finger über die Augen, guck weg und dann, Digga, ist es real. Es ist meiner Oma, die wird denken, das ist. Ja. Rap-Musikvideo sein, so. Oh mein Gott. Oh, die Map ist so groß. Bro, man wird sich wahrscheinlich jetzt auch Grills machen können, so einzelne Chains, und es wird so geil sein. So ein verfickter Hood-Rapper, Digga. Ey. Ich würde, RP-Leute werden, glaube ich, anders Spaß mit diesem Spiel haben. Wenn das so, wenn in 3-4 Jahren RP kommt, ihr werdet anders Spaß haben. GTA 6M, ich bin am Start. Bro, wie geil das aus. Wie beliebt es ist. Siehst du das? Porsche, wie viele fucking NPCs? Ja, ja, guck mal, da links Porsche. Da, Porsche. Da ein Penner, Porsche, dann kommen die Miami-Bitches da mit Ass all out. Penner auf der Straße, ja. Ja. Penner-Roleplay. Ja. Digga, oh mein Gott, die Body-Types. Ey, es ist echt krass. So oh mein Gott. Ich glaube, wenn auch online rauskommt, du wirst jeden Body-Type auch machen können. Es wird nicht so begrenzt sein. Oh mein Gott, wie schön. Ey, ich liebe farbenfrohe Spiele. Danke, Rockstar, ey. Bro, ey, es sieht erschreckend krass aus. Das ist wirklich echt. Also, wenn es in-game genauso aussieht, das ist wirklich viel zu krass. Boah, es ist wirklich in-game. An diesem Shot erkennt man perfekt, es ist in-game. Es ist kein CGI, es ist in-game. Es kann gut sein, unsere Kinder werden das noch spielen. Es ist sehr wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Digga, mein Kind darf das nicht spielen. Boah, nach dem Spiel kann ich mir vorstellen, die werden 15 Jahre nichts mehr. Digga, die Gap zwischen jedem GTA wird wahrscheinlich immer und größer werden. Die werden 15 Jahre jetzt dieses Spiel spielen. Ey, es sieht so schön. Auch guck mal, wie sie im Wasser liegt und wie ihr das Glänzen auf der Haut im Wasser sehen könnt und an den Beinen von den. Es ist. Oder guck mal, am Badeanzug, wie es so glänzt. Weil ja, oh mein Gott, auch nur der untere Teil ist nass, ne? Ja, es klebt so an ihrer Haut, man erkennt es. Bro, viele werden denken, das wird nicht so in-game sein, aber schaut euch Red Dead Redemption 2 an, wie krass und detailliert das ist. Es ist unglaublich. Und vergesst nicht, Grafik-Updates mit der Zeit hat GTA 5 auch bekommen. Schau dir GTA 5-Trailer an, der sah gammelig aus im Vergleich zu wie GTA 5 heute aussieht. Ja, aber GTA 5 ist auch wiederum 1000-mal wieder erschienen, ne? Muss man auch sagen, immer auf neueren Generationen. Gott. Bro, das ist in-game. Schaut die Haare an, das ist nicht CGI. Echt, war der Boob Engine? Ja, es hat leicht gewobbelt. So ein geiler Vibe-Soundtrack auch. Arsch, Digga. Tatsächlich auch so richtig smooth Boot Engine. Die sind noch so fest, aber free so ein bisschen. Prall, Digga, prall. Weiß. Vice City, ja! Wir sind zurück, wir sind zurück. Könnte aus einer Serie, aus einer Netflix-Serie. Oh mein Gott, das ist World Shattering. Ich hab's nicht Internet bringen. Ja, Joe Biden. Ey, Papi, guck mal, ey, Papi, save me some sugar, baby, for the rest of us. Machen, der so heißt, Deadbot Squad. Was hat das damit auf sich? Das frage ich mich jetzt. Also was hat die In-Game-Applikation? Bro, wird man so alles verfolgen können und was. Diese Easter Eggs hatten wir ja auch schon GTA 5 gehabt. Wir konnten Internet researchen, alles. Bro. Ja, interaktive Missionen durch Livestreams so herausfinden so und dann an diese Orte gehen. Ja. Was gerade live abgeht, Digga. Und Bro, so. Oder, ey, wisst ihr, was geil wäre? Wenn man einen eigenen Instagram-Account in GTA macht, mit seinem Online-Charakter. Und dann hat man in GTA 6 online, kann man sich so gegenseitig verfolgen. Man kann legit ein Leben aufbauen. Das ist echt krass, es ist wirklich krass. Ey, Bro, ich glaube, das ist ein bisschen Bestätigung, dass RP von GTA 6 irgendwie selbst recht. Das ist auch, Bro, das RP ist so eine riesige Goldgrube. Rockstar ist dumm, wenn sie es nicht auch an RP-Modus gearbeitet haben. Das exklusiv für sie machen, Bro. Sie werden alles auseinanderficken. Die müssen Influencer werden in GTA 6. Ja, ey! Oh Gott, Alligator! Bro, wie gut das aussieht. Wie dieser Garten auch aussieht, wie schön diese Grüntöne sind. Legit überall, man macht diesen Instagram-Vibe, Bro. Ich weine. Habt ihr immer so schön. Das sieht so krass aus. Digga, ich will meinen Ass auf einem fahrenden Auto shaken in diesem Game. Twerk-Emotes. Oha! Bro, jetzt mal abgesehen von anderen, guck mal in die Gesicht. Bro, das Booty. Es sieht aus wie ein echter Mensch. Ey, ich weiß, viele werden denken, man ist pervers, aber achtet auf das Booty-Meat, wie das wackelt. Digga, achtet auf das Booty-Meat, wie es wackelt. Das Fleisch, schaust dir an. Legit, das Booty Meat wackelt. Guck mal, die Gesicht, das ist echt. Das Gesicht ist echt. Ich kann Realität und Dings nicht unterscheiden. Bro, ist das legit nicht CGI? Weil guck mal, auch der Fahrer und das Mädchen, das kann doch niemals CGI. Auf dem Dach sieht richtig echt aus. Du kennst nur wegen dem Fahrer, Digga. Zeigt das euren Eltern, sie sagen, das ist echt. Es sieht wirklich ein bisschen zu krass aus. Es sieht wirklich... Ganz neue Videos aufkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, die so Crashes bei GTA 5 sehen, die ganz so schockiert sind. Bro, ich glaube... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das In-Game-Grafik ist. Ich glaube, das wird auch so ein bisschen Beispiel sein von Social Media in dieser Welt. Alle deine Aktionen werden irgendwie aufgenommen oder so. Das heißt, wenn du was Verrücktes machen solltest, wird das wahrscheinlich ein Live-Feedback in der Welt vielleicht bekommen. Ja. NPCs können dich vielleicht erkennen, weil du das und das gemacht hast. Polizei kann auf dich zurückgreifen, weil du das und das gemacht hast vor Leuten, die haben dich gefilmt. So eine Aufnahme irgendwie von Tankstelle, wie du was ausgeraubt hast. So existiert. Ich glaube, die wollen damit wirklich eine neue Welt, ein neues Detail, ein neues Level von Immersion darstellen, dass deine Aktionen wirklich auch Konsequenzen haben und die ganze Welt darauf reagiert. Das Leben, alles wird sich gemerkt und sowas. Oh mein Gott. Oh, man kann so driften, Digga, ey. Oh. Bro, man hat so Car-Meetups und so. The best song right now. Bro. Dieser Alligator geht in den Laden, ja. Sieht so krass aus. So echt aus. Oh mein Gott, es sieht aus wie aus einem Film. Das frage ich mich, was das ist, Digga. Also, was für ein Dings ist das? So eine Kamera, so eine Ingame-Kamera, so eine Türkamera. Ja, so eine Bodycam, glaube ich. Ich glaube, Bodycam von einem Polizisten. Das ist Bodycam von einem Polizisten, aber ich frage mich, was das im Spiel für ein Ding sein wird. Also, ich glaube, viele Szenen hier sind einfach dargestellt, wie die Welt dargestellt wird, einfach um es ins Szenario zu stellen. Ich weiß nicht, ob alles wirklich Gameplay sein wird, aber. Boah, wer weiß, vielleicht kommt man von einem Typen, der auch irgendwie für die Polizei arbeitet. Es sollen ja zwei Charaktere sein. Diese Lucia und der andere Typ, vielleicht hat er was mit den Cops zu tun, you know? Mm. Wieso sieht er rechts hier ein bisschen aus wie Chance mit Glatze? So? Andrew Tate. Bro. Guck mal, der sieht echt der Ball. Das ist cool, on the street, Digga. Hier von den Cops rennt. Usually gotta hit the strip club to jiggle like that, for real. Lol, welche? Bro. Pussy jiggle like that, for real. Ey, warte mal, ich habe sogar ein bisschen Gefühl, diese Szenen sollen vielleicht ein bisschen... Diese Szenen sollen vielleicht sogar ein bisschen an Roleplay anteasen. Die zeigen so viele verschiedene Leben, weißt du? So ein Redneck-Kudo, ey. General Custard Cannon. Ja. Guck mal sein Gesicht, sein Bild. Bro. Die Stadt heißt Monika. Bro, das ist ein Arsch. Bro. Bro, das ist auch sein Grandpa, dieser Malik mit Face-App, Digga. Trippy Red. Oh mein Gott. Guck mal, wie die Haare sich... Ist das wirklich alles in-game? Rip Rudy, Digga. See you in heaven, Curse. Sein Homie ist geschoben. Man, Alter, ich werde ihn verprügeln. Ich werde den Knacker wirklich verprügeln, ey. Die Umgebung sieht so krass aus. Casual in seinem Garten, Digga. Guck, immer wieder sind dann wieder so Shots, da weißt du, ist es in-game. Bei manchen Shots ist man sich nicht mehr sicher. Ist da echt doch ein bisschen so Teaser, ein bisschen CGI drauf. Leute, schaut auf den Rasen. Das ist echt krass. Es ist wirklich sehr krass. Die faken legit nichts. Ja, ich sehe jede Falte seines Arsches. Oh mein Gott, Bro. Dieser Schlamm sieht so geil aus. Guck mal, da unten rechts ist auch so ein Ding. Wahrscheinlich sind das so YouTube-Kanäle und was vielleicht auch, die man sich anschauen kann. Dreck auf der Cam, alles. Oh, du wirst das Internet so browsen und du wirst so Sachen entdecken und dann sind das POIs, so Orte of Interest, weißt du? Du wirst durch Social Media aufmerksam durch interessante Orte in der riesigen Welt, weil du sie sonst eigentlich nicht findest. Und dann entdeckst du immer wieder was Neues. Dann gibt's da Side-Missions und was weiß ich, ey. Yeah. Redneck Daddy würde. Man, ey, das sieht echt aus. Das ist echt, das sieht wirklich echt aus, Digga. Es ist echt krass. Das ist eine echte Aufnahme. Nein, geht nicht, Digga. Niemals. Look who's back. Look who's back. Bro. First-Person-Modus vielleicht ein bisschen angeteased, ne? Bro. Ich glaube, das ist der andere Charakter. Ich glaube, das ist der andere Protagonist, Jungs. Das ist Michael, ja. Ich glaube, das ist der andere Protagonist. Ist das nicht Michael? Nein, nein, nein. Michael ist der Protagonist von dem ersten, von dem 5. Teil. Ja, ja. Das sind doch alles komplett. Ja, das sind die zwei Protagonisten. Die Tuse und der Typ. Ich liebe sie jetzt schon. Bro, sieht echt hübsch aus. Damn, Digga. Ich habe noch nie in einem Spiel so eine authentisch hübsche Frau gesehen. Bro, die sieht echt realistisch aus. Das ist verrückt. Die muss existieren diese Menschen eigentlich? Genau wie Trevor von einem echten Menschen ist. Normalerweise werden alles von echten Face-Models gemacht, aber ich habe noch nie sowas Gutes, realistisch gesehen. Wer ist dieses Ebenbild dieser Frau? Es sieht viel zu krass aus. Knicks in dem Geld und sowas, wie es ein bisschen abgeranzt ist. Alter. Ich kann's nicht, es ist viel zu krass. Man sieht auch den BH so ein bisschen durchschimmern auf dem Top. So. Ja, ach, du hast halt recht, ja, du hast recht. Umrandung, hier, wisst ihr? Hier, wo meine Maus ist, ja, seht ihr das hier? Umrandung, dieses Umrandung vom BH sieht man so. Krass. Ey, guck mal, man sieht hier die Linien des BHs. Guck mal, das Leder an von dem Sitz. Diese Cracks da drin und so, in dem Licht. Es ist echt verrückt. Diese Cracks im Leder. Es ist echt verrückt, Bro. Bro. Es ist krass. Loki. Dieses Spiel setzt neue Real-Life-Standards für mich. No overturning zone, cops arrest. Stell dir vor, stell dir vor, deine Aktion werden wirklich aufgenommen. Dash. Dash. Is me. Stellt dir vor, ihr macht euch so einen bösen Unfall, das Spiel speichert die Datei, macht so einen Filter drauf, zeigt umherum in den Fernsehern und so deine Aktionen. Ja. Das ist so krass. Oh mein Gott. Bro, Kudo. Was bist du? Jo, willst du so ein bisschen Mexiko-Vibes auch haben? Bro. Boah, okay, das ist 100%, das ist 100% nur in-game. Guck mal die Straße, den Boden so rechts. Da sieht man aber wirklich, das ist 100% in-game. Bro, Rod Wave einfach. Das ist ja. WTF, ey. Das ist ja wirklich. Ey, geh mal zurück, Okay, okay, man merkt langsam. Geh mal zurück, guck mal. Das ist wieder ein Tease. Bro, warum ist sein Insta? Man kann selbst Insta haben. Ja, jeder sein Insta und sein Social Media wird immer so gezeigt. Who hurt you, Digga? Seht ihr das? Rod Wave, Digga. Ey. Der hat doch wirklich Tattoo an dem Arm und so. Mhm. Guck mal, Sound for Sound, wie ist das eine Anspielung? Bro, guck mal, aber hier, ich finde, hier merkt man nochmal ein bisschen so Unterschied von In-Game, das ist wieder perfekt In-Game. Und das andere, die anderen Szenen sind schon ein bisschen mit CGI noch drauf. Das da ist richtig In-Game. Sieht aber immer noch absolut krass aus. Guck mal, Rest die Flaschen. Das ist ein Bild. Flaschen. Bro, es sieht so krass aus. Damn. Bro, das ist ein Video. Das war keine Szene. Das war ein Video. Die Flaschen, ja. Guck mal, jetzt kommen sehr viele nur In-Game-Szenen. Aber es sieht immer noch fantastisch aus, Bro. Da ist die Szene, über die wir alle gesprochen haben. Die Szene, wo wir den Guap-Guap geben werden. Ich glaube, ich werde, wenn die Szene kommt, wichsen. Man. Guck mal, seine Brusthaare. Wow, unsere Protagonisten werden legit ein Pärchen sein. Ja, wo ist das denn? Hat die John gesagt? Lucia und John. Trust. Boah, auch sieht krass geil aus mit diesen Hotpants. Bro. Scheiß auf den Dude, ich werde nur Lucia spielen. Diese ganzen Details, überall. Diese Fresse auf der Tür, man kennt dieses Gesicht, wer ist das? Auch so tausende Sticker, die einfach dir diese Illusion geben. Dieser Sticker. Oh, what the fuck. That's it, GTA 6, Digga. Back to Vice City. 2025. Krass. Krass. 1,8 Millionen Likes. Bro, kommt da noch was? Bro, weil es Rockstar ist, sie sagen nicht mal Plattform, Digga. Das können die sich erlauben. Sie müssen nicht mal Plattform sagen. Krass. Ich mach mal Restart. 79.000. Wir haben es direkt erlebt. Und ich wollte schlafen gehen. Bro, ich glaube, YouTube kommt wirklich nicht hinterher. Es ist bei mir stuck bei 79.000 Aufrufen. Klar, der Trailer hat wirklich YouTube gebrochen. 8 Millionen Aufrufe. Ich glaube, das Video kann YouTube-Rekord brechen. Von 24 Bro, es hat 2 Millionen Likes. In ein paar Sekunden erreicht es 2 Millionen Likes. Wie viele Likes hat der Kommentar da oben? 65.000. Egal, 65.000 der Top-Kommentar. Ey. Digga, lo mejor de esta década. Das Spiel des Jahres, das Spiel der Dekade, hat er gesagt. Es, Digga, alles nur Spanier. Ey. Nicht mal Amerikaner, ey. La espera valió la pena. Boah, und wenn sich wer beschwert, zu spät, Digga, suck a dick or something, Digga, chill out. 2025 ist großzügig für dieses Game. Bro. Überleg mal, 2025, die Grafik sieht jetzt schon so aus, wie viel die noch improven. Ich kann's nicht fassen. Gott. Oh mein Gott. Ich kann's nicht fassen. Oh mein Gott. Ey. Oh mein Gott. Wir sind officially hier angelangt. Mein Herz pocht richtig. Rockstar Games present. Ich kann es legit auf Dauerschleife jetzt angucken. Bro. Wie wunderschön. Das sieht wirklich so schön aus. Boah, diese eine Szene, die sah echt ein bisschen zu krass aus. Gerade ist mein favorite Shot, aber es sieht zu krass aus. Lock, ich mach ihn als Profilbild, Bro. Bam! Oh, jetzt hab ich gerade richtig Booby-Engine gesehen, Digga. Es wird mein neues Profilbild. Bro, es sieht so krass aus. I'm out of touch, I'm out of love, and I wanna say about me anymore. I'm out of touch. Bro. Hey, it's too beautiful, man. It's too beautiful. Bro, hat man sogar die Akne auf seiner Haut gesehen? Legit, man sieht die Akne, man sieht so seine Narben. Krass. Digga, ich zahle 200 €, wenn es sein muss, für dieses Spiel. Ist mir scheißegal. Wenn ich dieses Spiel 15 Jahre lang spielen werde, ist mir jeder Cent wert. Ey, dieser Shot bumst mich immer wieder. Das ist so geil. Das ist so geil. Es ist so schön, es ist wirklich so schön, Mann. Krass. Sehr schön, ey. Krass. Ab heute, Digga, wird über jede Information von GTA gelurkt. Krass, sehr geiler Trailer. Applaus, Mann. Oh mein Gott. Puh, Digga. Oh, schaut euch diesen Ladescreen an. Oh mein Gott, haben die es gerade offiziell gepostet? Ja, das wird mein neues Hintergrundbild. Es sieht viel zu schön auf. Ich brauche das in 4K, das Bild jetzt sofort. Oh mein Gott, schaut euch an, wie schön das ist. Ey. Oh mein... Oh yeah. Bo, ich muss zugeben, ich habe viel mehr Bock, mit der Tuse zu spielen. Ist eine Sache, die ich nicht oft zugebe. Eigentlich muss ich immer den Mann spielen, aber... Doch muss ich eigentlich die Tuse spielen. Oh! Guck mal, der Enkel. Siehst du das? Man merkt, sie ist auf Bewährung. Krass. Guck mal, Release Date wurde vielleicht auch gehintet als Easter Egg hier auf diesem Shirt. Oh, show me, show me. Da. Ah, ja, ja, das ist echt legendär. 1. April 2025. Bro, das ist sogar 1,5 Jahre. Für diejenigen, die es nicht wissen, Das wurde vor langer Zeit schon geleakt. Also heißt geleakt, jemand hat das herausgefunden, aber keiner hat auf dieses Datum geschaut. Das ist nie viral gegangen. Der eine Typ hat es wirklich predicted. Er hat wirklich den Code entziffert, aber der hier rausgekommen ist damals. Ist das zu willkürlich? Nein, Digga. Bro. Geil. Ich finde, das ist Trash Talk. Du könntest es ja alles drehen und wenden da bei diesen Zahlen. Na, Digga. I believe in it, Digga. Ich bin ehrlich. 04-01-25. I believe in it. Dass diese Zahlenfolge so dort steht. Bro, da drin steckt auch noch eine geheime Nachricht, die man decoden kann. Da ist sogar zweimal dieses 04-01-25. Da stand irgendwie the day it will be delivered oder so. Irgendwie sowas stand, wenn ich recht entsinnen kann. Krass. Wir machen noch oder, Digga. Krass, sehr geil. Wie heftig. Da habe ich einen Herzinfarkt bekommen, als ich die Musik auf einmal gehört habe. Aus dem Nichts. Es war Schicksal, dass ich gerade auf diesen Trailer gedrückt habe. Oh mein Gott. Aus dem Nichts, wirklich, das ist verrückt. Geil. Letztes GTA 6, jetzt wissen wir es, Jungs. 1 Jahr warten und wir haben's. Okay, länger als 1 Jahr. Aber finde ich gut. Ey, ich brauche wirklich diese Vorbereitungszeit auf GTA 6. Ich wäre kein Fan gewesen, würde es 2024 rauskommen. Das wäre jetzt zu viel für meine Nerven, ey. Bro. Mein Gott. 2,1 Millionen Likes. Es hat Dings endlich mal geupdatet. Bro, es hat um 10.000 Klicks geupdatet. Digga, krass, ich habe das beim neuen YouTube noch nie gesehen, dass YouTube gebrochen wurde. Jetzt auf Speedstream. Der Top-Comment hat 100.000 Likes. Der Top-Comment hat mehr Likes, als das Video Aufrufe hat gerade. Ey, ich würde gerne Echtzeitklicks wissen, OMG. Leckt da gerade einen Arsch? Warte mal. Digga, Rockstar Games hatte gerade... Ich liebe den Jungen. Bro. Deswegen habe ich gesagt, die neue Generation von Kids wird Erfahrungen machen. Ich glaube, jeder von uns weiß, über was es geht. Er ist einfach verrückt. Ey, Bro. Rockstar Games hatte gerade eben noch vor 10 Minuten 7,8 Millionen Abonnenten. Jetzt haben sie 8,2 Millionen Abonnenten. Bro, stell dir vor, kein Insta macht so, glaube ich. Digga. Stell dir vor, Rockstar Games verlinkt so 1 Minute lang Kanister auf dem Video. Ey, ich weiß, wie ich schlafen gehe. Ich bin zu excited, ich bin so aufgewühlt, gerade mein Herz pocht. Damn, Digga. Ich hab vor 3 Tagen gefühlt, ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Bro, ey. Man kann nicht schlafen, du kannst niemals pennen. Richtig geil. Ich werde wahrscheinlich einfach nur die Reaction hochladen, vielleicht Thumbnail machen, vielleicht ein bisschen Cooldown, ey. Ey, es ist so krass. Mach 2 Videos daraus. Reaction und dann direkt die Analyse. Analyse? Naja, ich würde auch die Reaction erstmal an sich nur. 2 Videos. Aber eigentlich alles, was wir gerade besprochen hatten, auch Teil der Reaction so. Also das ist voll lange, wir haben voll lange, glaube ich, analysiert. Aufnahme geht Analyse und Reaction. Aufnahme geht 33 Minuten. Oder 3 Videos, einmal komplett Reaction, dann nur Reaction und dann Analyse. Loki, ich mach's so, Digga. Bitte schneid meinen raus, damit ich wichse und so. Bro, du hast die ganze Zeit reingeredet. Du musst das verstehen, du hast die ganze Zeit reingeredet. Ich steh dazu, mir egal. Aber ich bin auch schamlos, ich werd's reinlassen. Also wenn du nichts dagegen hast und man das lassen kann. Außer es ist zu krass. Okay, hier schon mal. Nee, du hast nichts zu krass gesagt, das sag ich ehrlich. Boah, er hat schon vieles gesagt. Ich habe wohl noch versucht, ein bisschen förmlich mich auszudrücken, Digga, aber... Scheiß drauf, es geht ja sein. I want them hoes, Digga. Bro, ey, ich hab... Digga, Sinan hat es verpasst! Sinan hat es verpasst, du Dummkopf! Nein! Du Dummkopf! Oh mein Gott! Ich hab 11 Jahre gewartet, diesen Moment mit dir zu erleben. Wieso gehst du jetzt raus? Nein. Sinan, hast du mitbekommen, was für Geschichte gerade geschrieben wurde? Nein, ich hab gearbeitet und Rechnung geschrieben. Oh nein, du hattest drauf scheißen müssen. Oh mein Gott. Ja, die Geschichte geschrieben wurde, hat er Rechnung geschrieben. Oh mein Gott. Nein. Soll ich warte, geh einfach nur in meinen Stream, ich zieh meine Webcam runter, okay? Insta explodiert. Bist du in meinem Stream, Sinan? Jetzt, ja. Mach Ist schon draußen? Die haben eingeknickt, die haben einfach auf einmal aus dem Nichts rausbekommen. Aus dem Nichts gerade hochgeladen. Gut, und ich hatten den Stream offen, wir wollten 15 Uhr das Stream offen haben. Woher kommt die dumme Musik? Wir sind verwirrt, weil wir, wow, Trailer draußen, Digga! Wir haben gerade 35 Minuten drauf reacted und analysiert, Digga. Ich hasse es nicht. Ey. Wahrscheinlich, weil es geleakt wurde, wollten die nicht den Hype wegnehmen. So. 90.000 Aufrufe, 2,2 Millionen Likes. YouTube ist das erste Mal, dass YouTube gebrochen wurde. Neues YouTube wurde noch nie gebrochen. Das allererste Geschichte wurde geschrieben, nicht nur in Gaming, sondern in YouTube-History. Das passiert nur bei Kanistervideos. Krass. Und du hast es in Joke schon öfters gemacht, Karl. Langsam wird's traurig, Digga. Deswegen ist es lustig, als damn. Krass. Ey, aber, okay, Fandos, ich mach mich ran, das dann zu scheiden. That's it, GTA 6, baby. Haut rein, ciao, ciao.